Good morning von der Stage Nummer 26 in dieser Serie Sicherheit im Leben. Nun, gestern haben wir geredet von der Ursache für Jesus sein Kommen. Jesus will nicht bloß gekommen, um die Strafe oder die Folgen von der Sünde wahrzunehmen. Ja, er ist auch dort, aber er will nicht bloß für dort gekommen. Er will auch gekommen, um uns frei machen von der Sünde selbst, damit wir können frei werden von den Dingen, um die wir versklavt werden. Wir sind als Christen Gottes Reine gewaschen durch Jesus sein Blut für alle Ewigkeit. Und bei Johannes merkt uns dort auch deutlich, dass eine Person, die Reine gewaschen ist durch das Blut von Jesus Christus, so eine Person hat man jetzt ein Verlangen gekriegt. Das hat irgendwo einem geplant, was einem ein Verlangen geben wird, zum Freiborn von der Sinn, an dem sie leben, hier so auch abbeirrt. Nicht von dem, was wir wiedergehen, man kriegt dasselbe Thema, was wir lesen, Kapitel 3, Vers 7 und 8. Liebe Kinder, lasst euch von keinem vom Rechten was aufbringen. Wer das Rechte tut, ist gerecht, so ist Christus gerecht ist. Wer in Sünden lebt, ist nach dem bösen Feind gebunden, weil der böse Feind hat von Anfang an gesündigt. Gott sein Sehen ist gekommen, den bösen Feind seine Worte kaputt machen. Nun, Johannes, hier sei direkt hier so, das kein Rammabasch reden für arm hier so über das Thema. Ich glaube, sehr viele HIV-Menschen, die proben andere Menschen zu bereden, dort die sind Gottes Kinder. Und dort ist der Leben ganz selbst, was wir sind. Und dort ist der wirklich kein Verlangen haben, dass sie dort sperren, dass irgendwo für Gott zu tun, und der Dollar bloß ein Verlangen haben, wieder in den Sinnen zu leben. Aber wir proben ja bloß zu bereden, dort die sind an Gott in Gnade bin. Und Johannes hier so über, er will selbst was sagen, er merkt das, sehr einfach. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir an diese Dinge auch denken. Er sagt hier so eine Person, dem sein Verlangen bloß für den Sinn ist, der bloß in den Sinnen lebt. Die Person ist nach dem bösen Feind gebungen. Er ist nach vom Feind. Das ist, was ich hier so sagen wird. Wo lange werden wir so eine Dinge proben zu beschmieren? Johannes sagt, wir werden uns nicht looten, auflängen, das ist hier sagt, Lutschen von keinem vom Rechten Weich aufbringen. Und ihn proben zu bereden, dort das so ist, dass wir können bloß in den Sinn leben. Das ist dort Stempelgleich, dann ist irgendwo Arich in den Hortbahn, wo uns das dort ist. Jesus, wie gestern wurden gesagt, Jesus bin nicht bloß gekommen, um den Struf von den Sinn Weich zu nehmen. Er ist gekommen, um den Sinnen selbst Weich zu nehmen. Und so ist dort hier so sein, dort, Jesus wie gekommen, um den Beise Feind seinen Worten kaputt zu machen. Die Worte sind die Beise Feind seinen Worten, wo das die Sünde und das den Tod. Das sind die Dinge, wo der Feind schaffen wird. Wenn wir Johannes Kapitel 8, Vers 44 lesen, dann redet Jesus und er sagt so, er nennt den Sohn der Führer von Lenis und er sagt auch, dass er ist ein Mörder von Anfang. So ein Führer von Lenis, du hast dort Bild von, dass er ist der Haupt sozusagen von einem Sturm, so eine Dinge. Er ist ein Mörder von Anfang. So wenn wir diese drei Dinge nehmen, so Johannes sagt, dass er ist dann, er von Anfang ungesinnigt, er ist ein Mörder von Anfang und er ist der Führer von Lenis. Nun, ich glaube nicht, dass er meint, dass so schön aus Gott am hat gemerkt am Anfang, dass er vor dem Anfang zu sinnigen. Wegen so echter Verstehen, Gott hat alles gut gemerkt. Und das, wo dann die Sünden mit mir geteilt sind, hat wie ein Anfang gut. Aber ich verstehe es so, dass alles funkt wie am Ohren zu einer Zeit. Er wie der Erste, der rebellisch war gegen Gott. Und so dort ist, worum er dann von Anfang an gesinnigt hat, wegen dort stirbt dann von Armen. Und dann sagt er, was ist, ich habe gesagt in Johannes 8, Vers 40, dort ist ein Mörder von Anfang. Worum ein Mörder von Anfang? Ich glaube, dort ist wegen dort, wo er die Welt anbeiden deut, sozusagen, die armen Eifer in Angst von der Schnachhöck, dort, wo er anbeiden deut, dort bracht Sinn und Tod in den Menschen ihr Leben, wer du bist. Wir. Gott hat gesagt, dass wir den Tod bringen, und das wird die Sünden wohl für die Menschen. Die Sünden können die Menschen nicht merken, dass tun, aber heute wird anbeiden und die Menschen die Fall nennen. Und so ab diesem war ich als ein Mörder von Anfang, wegen dem sie verlangen, wird die Menschen soll sterben. Und so wie sind, ab dem war ich versklavt. Ich habe hier so in dem Video ein Bild für euch. Hier kann ich sagen, das ist eine Kette und das erste Eng von der Kette, du hast die Sutton. Und dann das nächste Gelenk hinge am, du hast die Sinn. Und dann das dritte Gelenk, du hast die Tod. Und dann das vierte Gelenk, wo du sagst, du hast den Mensch. So wie kann ich sagen, das ist, wo der Mensch ist. Der Mensch ist versklavt.
Pass je bungen on den Dood en on den Sinn en on den Zutun. En Jesus as op je kum, zoals Johannes tot zijn, dat hij as je kum, tim disse keed moet afschnieden. Tim dit woek moet kapot te mien. De mensch wie verskloofd on den Zutun en on den Sinn en on den Dood. En Jesus wie je kum dat ola te nisch mien, en ans free mien van dort. Free mien van dort, wo wie je bungen wieren. So meine Frage für jeden von dir ist das. Bist du noch einmal gebungen und in Zutun seine Kehr? Jesus will uns freien von diesen Dingen. Nun morgen wir wieder in der Thema. Mach Gott uns segnen, wie sein uns. Morgens.